Wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabine Myriel. Ich diene der Erinnerung, bin Botschafterin des bewussten Seins und diene als Botschafterin der geistigen Welt. Und Jesus Christus hat mich als Schreibmedium diese Informationen übergeben, übermittelt, übertragen. Und so möchte ich dich daran teilhaben lassen. Geliebte Seele hier auf Erden, hab Vertrauen, auch wenn die dunkle Nacht in dir sich zeigt. Atme, geliebte Seele, atme, fürchte dich nicht, was auch immer sich in deinem Innersten sich zeigt. Lerne, die Gedankenfelder zu unterscheiden in dir selbst. Du entscheidest selbst, was du davon glauben möchtest. Lerne, die geistigen Frequenzen bewusst wahrzunehmen in dir. Fürchte dich nicht vor ihnen. Schau es einfach an, so neutral wie möglich, denn diese niederschwingenden Frequenzen brauchen deine Liebe. Ja, du hast richtig gehört, die Dunkelheit braucht deine Liebe. Durch deine Liebe, deine reine Seelenliebe, die du bist, transformierst du wundervoll, einzigartig Dunkelheit in Liebe. Somit löst sich die Dunkelheit in dir selbst Stück für Stück auf. Erkenne, geliebte Seele, dass du wertvoll, großartig, kostbar bist. Lerne aufzuhören, dich blenden oder dich niederschwingen, beeinflussen zu lassen. Was du in dir für Gedanken und Worte hörst. Du entscheidest, du hast die Wahl, was du davon glauben und leben willst. Sei achtsam mit dir, sei sanft zu dir, segne dich selbst, liebe dich selbst. Das bedeutet, auch deine Gedankenmuster zu überprüfen, was du glauben willst. Selbstliebe bedeutet auch, tut dir dein Verhalten gut? Dein Lebensstil, fühlst du dich wohl damit? So gehe sanft deinen Weg, verändere langsam dein Sein hier auf Erden, liebevoll und selbstliebend. Es ist die Zeit deiner Verwandlung, indem du ausgerichtet, fokussiert deine lichtvolle Seite ausdehnst. Immer stärker, kraftvoller, liebevoller deine Liebe lebst, deine Seelenliebe, die du bist. In allen Bereichen deines Lebens und du somit immer mehr du selbst bist. Dein wahres, wahrhaftiges Selbst bist. Deine ursprüngliche Liebe lebst, die du bist. Deine natürliche Seelenliebe. So segne dich, segne dein kostbares Herz, segne deinen Körper, segne deinen Geist, segne deine Seele. Mit aller Liebe, die du bist und für dich selbst empfindest. Deine Liebe, die du bist, sucht sich ihren Weg immer mehr und mehr in dein Tagesbewusstsein, damit du wieder ganz bewusst Liebe bist, Liebe wählst, Liebe lebst, Liebe ausdrückst, deine kostbare Liebe ausdrückst hier auf Erden. Ich bin für dich da. Ich halte dich. Ich liebe dich. Ich sende dir Erlösungsenergie. Stehe dir bei, alles in dir umzuwandeln, was sich auf deinem persönlichen Weg zeigt. Hab Mut, dich zu wandeln vom Schattendasein ins lichtvolle, liebevolle Dasein hier auf Erden.
kehre zurück in dir selbst, in dein göttliches Selbstsein. Darin befindet sich deine kostbare kosmische Anbindung an deine ursprüngliche Liebesfrequenz von deinem Heimatplaneten. Jede Seele hat eine einzigartige Ausstrahlung. Jede Seele trägt einen wundervollen, einzigartigen Ausdruck der göttlichen Präsenz, den sogenannten göttlichen Funken. Gilt es wieder zu entdecken, zu glauben und bewusst zu aktivieren. Jede Seele trägt auch eine bestimmte kosmische Planetenschwingung und jede Schwingung und jeder Planet ist wichtig, kostbar im gesamten Universum. Und diese Anteile werden in der neuen Zeit reaktiviert, so wie es in deinem Bewusstseinsentwicklung zulässt. Und diese Anteile werden in der neuen Zeit reaktiviert, damit wir wieder damit wirken können, zum Wohle der ganzen Menschheitsfamilie und Lady Gaia. Der Dimensionswechsel findet in dir selbst statt. Du allein entscheidest, wann du bereit bist, wieder zurückzukehren in die göttliche Liebe, in die Einheit, in die Wirklichkeit in dir. So lasse es zu. Erlaube es dir selbst, dich wieder vollkommen bewusst anzubinden an die kosmischen Frequenzen deiner göttlichen Liebe. Verbinde dich ganz bewusst körperlich, geistig und seelisch wieder mit dem kosmischen Gitternetz. Dadurch strömt immer mehr deine persönliche kosmische Herzensweisheit zu dir zurück, verankert sich in deinem Herzen und dein Fühlen aktiviert sich. Deine persönliche kosmische Liebesfähigkeit aktiviert und dehnt sich aus. Du entwickelst dich aus der Dunkelheit niederschwingender Gedanken, Worte und Taten in dir selbst und um dich herum zurück in lichtvolle, liebevolle Schwingung, was du in Wahrheit bist. Somit kehrst du zurück in dir selbst, zu dir selbst zurück. In dein höchstes Potenzial der göttlichen Liebe, das, was du in Wirklichkeit bist, Träger der göttlichen kosmischen Liebe. Deshalb der Satz, du trägst alles in dir selbst, Licht und Schatten, Licht und Dunkelheit. Jedoch braucht es deine ganze Liebe, damit du die Dunkelheit verstehst, erkennst, liebst, fühlst und dadurch erlösen lernst, in dir selbst und um dich herum. Das ist dein Auftrag, deine Berufung, deine Bestimmung. Deshalb bist du hierher gekommen in dieser Zeitenwende, zurück in die göttliche Liebe, Einheit. Dimensionswechsel auch genannt. Alles geschieht in dir und durch dich. Deshalb bedanke dich bei dir selbst. Bedanke dich bei allen deinen Brüdern und Schwestern, die dasselbe tun. Denn dadurch hat sich die Schwingung verändert hier auf Erden. Durch die Tatkraft jeder einzelnen Seele, durch die Ausrichtung auf die Liebe. Dafür braucht es tapfere Seelen, die mutig ihren Weg gehen, ihr Licht und ihre Liebe ausdehnen in allen Bereichen des eigenen persönlichen Seins. Somit beginnt jede Seele die persönliche, einzigartige, göttliche Liebe hier auf Erden zu verkörpern. Dadurch gelangt die kosmische, wahrhaftige Wirklichkeit der reinen Liebe hier auf die Erde zurück. Es braucht jede einzelne Seelenliebe dafür und durch die Verschmelzung dieser kostbaren, wertvollen, vielen Seelenfrequenzen entwickelt und entsteht Einheit. Die Seelenliebe schwingt in Einklang mit allem, was ist, miteinander, füreinander, zum Wohle der ganzen Menschheitsfamilie. Und jede Seele entspannt sich und kehrt zurück in die eigene göttliche Seelenruhe, ruht in innerem eigenen Energiefeld des kosmischen Friedens,
Dadurch manifestiert sich hier auf Erden Frieden und Einheit in göttlichen Seins neu. Das sogenannte Wassermannszeitalter. Der göttliche Segen durchflutet dich, beschützt und behütet dich, geliebte Seele. Voller Liebe blicke ich auf dich, Jesus, der Christus.